Fliege. Zwei! Wow, was? Zwei verdammte Flugzeuge nebeneinander. Wollt ihr mich eigentlich mobben? Ey, wie... So, und damit herzlich willkommen zum ersten Dota Donnerstag hier auf dem Kanal von Affenklappe. Also, das bin ja ich. Ja, schön, dass ihr mal einschaltet und schön, dass ihr auch euch irgendwie dann doch ansatzweise für ein anderes Spiel interessiert, beziehungsweise für Dota wenigstens ein klein wenig Interesse heuchelt, ne? Ich habe mir so gedacht, ich präsentiere euch vielleicht auch mal ein klein wenig was anderes, wodurch das Ganze dann, ja, der ganze Kanal ein bisschen abwechslungsreicher wird. Und deswegen gibt es hier jetzt jedes Mal am Donnerstag um 13 Uhr kein LOL, sondern Dota, wo ich mich selbst, also kaputt nube und euch den Champion, den ich spiele, vorstelle ein bisschen, ja. Gut, das machen wir jetzt auch. So, und damit zeige ich euch hier jetzt einfach mal noch den Champion, den ich jetzt spiele gleich in dem Gameplay. Ja, und zwar ist das einfach Abaddon, ist sein Name. Und wie ihr hier sehen könnt, ist das einfach mal ein Nahkämpfer. Das ist sehr gut zu wissen. Die Fähigkeiten sind hier auch schon aufgelistet. An der Seite, ganz klar, seht ihr, ne? Movement Speed und alles ist damit aufgelistet. Seht ihr hier, könnt ihr euch mal durchlesen, keine Ahnung. Ja, mal sehen, ne? Und jetzt kommen wir hier noch zur Biografie. Ich werde die Biografie einfach mal, ja, 5 Sekunden einblenden lassen, auf dass ihr euch dann einfach mal hier auf Pause drücken könnt und euch die Biografie von Abaddon durchlesen möchtet. Also wer das will, ich nicht so wirklich. Keine Ahnung, ich bin da nicht so der Abaddon-Fan, ne? Also auch in League of Legends gucke ich mir da nicht so wirklich die Geschichten an, muss ich so sagen. Und wir kommen noch zu den Attributen, ne? Ja, wie viele Lebenspunkte er bei welchem Level hat und sowas, das könnt ihr hier alles an der Seite nachgucken. Wem das zu schnell geht, der kann einfach auf Pause machen und sieht dann das Ganze. Ja, wir kommen aber jetzt hier auch zur ersten Fähigkeit. Und zwar ist das der Mistkeul. Bevor wir dieses Video anschmeißen, meine Maus ist schon drüber, lese ich euch einfach nochmal vor, was da steht. Und zwar, Abaddon beschwört einen Ring tödlichen Nebels herauf, der einer gegnerischen Einheit Schaden zufügt oder eine verbündete Einheit auf Kosten Abaddons Gesundheit heilt. Das heißt, entweder machen wir Damage oder wir heilen einen Verbündeten. Und es kostet halt unser Leben. Und ich habe mir das halt nochmal genauer durchgelesen. Und zwar ist dieser Damage, den wir kriegen, True Damage. Also das ist nicht irgendwie reduzierbar oder so, keine Ahnung. Irgendwie sowas hat er halt da gesagt oder wurde so beschrieben. Mana-Kosten und sowas seht ihr ja hier auch noch. Und dann zeige ich euch jetzt eben kurz, wie die Animation aussieht. Bestes Ding, da habt ihr es gesehen. Und dann kommen wir auch gleich weiter. Das war jetzt der Q. Also ich habe die Einstellung Q-W-E-R wie bei LOL gemacht, bei Dota. Und zwar sind wir hier beim Aphotic Shield und zwar mache ich jetzt hier wieder Pause, bevor hier die Animation abgespielt wird und lese euch den ganzen Kram wieder vor. Beschwört dunkle Energie um eine verbündete Einheit, also ich kann mich oder eine verbündete Einheit wählen, was ich glaube ich im Spiel so gut wie nie getan habe, vielleicht einmal einem Verbündeten das Schild gegeben, welche ein Schild erschafft und damit beschwört dunkle Energien, ach Energien und deswegen, aha. Erschaffen, der einen bestimmten Betrag an Schaden absorbiert. Das kann man sich wahrscheinlich so gut... Das ist ziemlich Saiyan-Schild ähnlich, finde ich. Der W von Saiyan kennt ihr alle. Schild, wenn es nicht zerstört wird, kann man es explodieren lassen. Und nach einer Weile explodiert es. Es ist ein bisschen anders, denn hier absorbiert es Schaden. Wenn der Schild zerstört wird, explodiert er und verursacht im Umkreis Schaden in Höhe des absorbierten Schadens. Ja, das ist sowas wie... Ja, Saiyan W, ja, das Schild, kombiniert ein bisschen so mit Maokai Ulti. Ne? Also zumindest habe ich mir das so vorgestellt. Entfernt bestimmte Schwächungseffekte und Betäubungen. Gut, und jetzt hier zur Animation, meine Freunde. Wunderbar. Seht ihr, der wird draufgeklotzt und dann kommt die Explosion. Gut, und dann gleich mal, also das war jetzt der W. Kommen wir hier direkt mal zum E-Spell, zumindest bei mir den E-Spell. Und bevor das wieder abgespielt wird, machen wir hier wieder kurz Pause. Und jetzt sind wir hier. Und ihr seht ja auch die ganzen genaueren Informationen, die da dran stehen. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Bewegungstempo, Bonus und weiß der Geier was. Lest es euch einfach durch. Ich lese euch einfach nur die Beschreibung des Spells vor. Dann braucht ihr nicht alles machen, ne? Abaddon, also erstmal Curse of Avernus. Ne? Abaddon besiegt seine Gegner bei jedem Angriff mit einem eisigen Fluch belegt. Seine Gegner. Also er mit jedem Auto-Attack
haut er den halt einen Fluch, einen Debuff drauf sozusagen, welcher alle Einheiten, die den verlangsamten Gegner angreifen, für kurze Zeit erhöhtes Bewegungs- und Angriffstempo geben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Gegner einfach attacke, hat er diesen, ja, für sich, für ihn ist es ja kein Nachteil im Sinne, er wird nicht langsamer, sondern die meine Leute, die ihn angreifen, also seine Gegner, werden schneller und greifen schneller an. Jetzt hier die Animation, meine Freunde. Da hätten sie vielleicht noch ins Video ein paar Verbündete mit reinschneiden sollen oder reintun sollen, da dann wäre das vielleicht cooler gewesen, dann würde man den Effekt sehen, aber ja, so ungefähr sieht man das ja. Und jetzt stopp! Gut, Video stoppt hier wieder. Und zwar sind wir jetzt bei seiner Ulti, die ich genial finde. Also die hat mir in dem Gameplay, was ihr später auch seht, einige Male den Arsch gerettet, da wir auch ziemlich vermöbelt wurden. Gut, Borrowed Time. Bei Aktivierung werden die meisten negativen Effekte entfernt und jeglicher Schaden, den sie erleiden würden, heilt sie stattdessen. Wenn die Fähigkeit nicht am Abklingen ist, also wenn sie nicht ready ist, die Ulti, wird sie sich passiv aktivieren. Man braucht also gar nicht drauf achten. Das wäre ja auch was bei Thundermeer-Ulti, oder? Gar nicht drauf achten und immer unsterblich rumlaufen. Ja. Sobald ihre Lebenspunkte unter 400 fallen, kann man mit Ager... Achso, ja, wird passiv aktiviert, ne? Gut, unter 400, perfekt. Kann mit Aghanims Zepter verbessert werden. Also es gibt hier Items, mir wurde auch gesagt, von halt etwas klügeren Leuten, die sich mehr mit LOL aus, Dota auskennen, dass es in Dota nicht so läuft wie in LOL. Das heißt, ich kann mir keine Fähigkeitsstärke kaufen sozusagen oder Intelligenz und verstärke damit meine Spells, sondern die Spells werden nur stärker durch Leveln. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was jetzt nochmal... Intelligenz und diese Agility und sowas. Muss ich mir nochmal genauer geben, was das alles genau bringt. Und ich werde euch dann hier jetzt nochmal die Animation zeigen von der Ulti. Also hier jetzt gleich unter 500 und dann seht ihr das, heilt er sich durch den Schaden, den er dort nimmt. Ja, und wenn du dann kurz davor bist, umgebürstet zu werden, ist das dann natürlich schon ziemlich schnieke, weil dann geht der ganze Burst auf einmal in ein Heal um. Ne? Und das ist natürlich wirklich schon ziemlich stark. Gut, damit sind wir erstmal mit der Champion-Präsentation durch. Ich hoffe, euch gefällt der Champion so ein wenig. Also er ist schon relativ cool. Mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Jetzt aber kurz noch eben zu den Items und wie ich, in welcher Reihenfolge ich skille und nach welchem Guide ich mich gerichtet habe. Also, bis gleich. So, und damit sind wir auch schon bei der Guide-Vorschau. Also, wenn ihr jetzt genau wissen wollt, also ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht nach großartigen Guides informiert, geguckt, gemacht, getan, bis ich dann irgendwann endlich mal einen richtig guten Guide gefunden habe, sondern einfach auf Dota Fire. Also viele dürften sowas ähnliches von euch kennen bei League of Legends MOBA Fire. Aber wir sind hier bei Dota Fire. Also, ich werde euch dann unten auch den Link reinhauen von dem Guide, den ich mir angeguckt habe, beziehungsweise von dem ich ungefähr die Skillung und die Items mir einfach mal abgeguckt habe. Hier zeige ich euch jetzt auch nochmal ganz genau, was da abgeht. Und zwar seht ihr hier jetzt natürlich wieder schön eine Demonstration von Abaddon. Ja, hier sind einfach nochmal alles aufgelistet. Aber als erstes kaufen wir uns den Magic Stick, die Quelling Blade, und natürlich die Clarity und Tango. Wunderbar, das sind die vier Start-Item. Was können die eigentlich? Also, ihr seht den Magic Stick hier an der Seite, ja, das erste Item, das Stäbchen. Den kann man aktivieren, dann kriegt man Leben und Mana wieder. Die Axt. Die Axt, damit fällt man Bäume. Okay, wir haben Bonus-Damage. Destroys a target, Tree or Ward. Das heißt, mit dieser Axt könnt ihr Bäume zerstören und... ja, Wards zerstören. Gut. Clarity, vollkommen klar, Leute. Ihr seht hier einfach, dass das ein Mana-Pot ist. Und Tango lässt euch dafür aber, davon habt ihr mir nur eine bestimmte Anzahl, von diesen Tangos, ne? Damit könnt ihr einen Baum zerstören und ihr regeneriert Leben. Ne? Ziemlich einfach. Jetzt geht es hier aber auch schon wieder weiter mit den etwas stärkeren Items. Das sind so die Core-Items, die man sich auf jeden Fall besorgen sollte. In dem Spiel, was jetzt folgt, habe ich versucht, so gut wie möglich an diese Items ranzukommen. Dann sagen wir es mal einfach so. Als erstes kommt hier Drum of Endurance. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Face Boots. Aktivierbar, dann bist du schneller. Orb of Venom.
Ein Slow, Skullbasher, Stun-Chance bei jedem Auto-Attack und Mask of Madness. Also hat hier Passiv-Lifesteal, etc. Wie gesagt, also die erste, die das Bongo-ähnliche grüne Ding, was ihr hier seht, das erste Item ist der Core-Item, ist halt eine Aura mit Attack-Speed und Movement-Speed und kannst du aktivieren, was nochmal alles raushaut. Ne? Es haut einfach nochmal genau Attack-Speed, Movement-Speed, haut es raus. Und dann habe ich noch die Boots gehabt, die du aktivieren kannst, die Boots, die Face-Boots kannst du aktivieren hier. Und dann hast du nochmal einen Attack-Speed, eigentlich ein Movement-Speed-Buff. Und Venom war, glaube ich, ein Slow pro Auto-Attack. Die Chance darauf, glaube ich. Ja. Und der Skull-Basher, die Chance auf einen Stun bei jedem Auto-Attack. Und Mask of Madness, ich glaube, so weit bin ich gar nicht gekommen. Und auch zu den nächsten Items bin ich gar nicht gekommen. Mask of Madness gibt dir halt Lifesteal. Und wenn du die aktivierst, kriegst du halt nochmal mehr Lifesteal, mehr Damage, Attack Speed. Damage? Nein, Damage nicht. Und du nimmst extra Schaden, gut. So, damit waren das die Core-Items. Und ich habe hier trotzdem nochmal ins Video mit Aghanims Zepter, womit man anscheinend auch die Ulti verstärken kann. Dann habe ich Büschel Blade, zeige ich euch hier nochmal. Darauf gehe ich aber nicht genauer ein. Heart of Tarasque, Black King Bar und auch das Heaven's Halberd. Gut, diese Items habe ich aber nicht erreicht, also das kann ich euch gleich sagen. Das ist nur nochmal kurz für euch und die anderen auch alle. Und hier zur Skill-Reihenfolge. Ja, habe ich halt im Game versucht, so gut wie möglich nachzumachen, beziehungsweise sollte nicht so schwer sein. Ich hoffe, dass ich das auch geschafft habe. Als erstes kommt halt der W auf Level 1, auf Level 2 der Q, auf Level 3 kommt dann der E. Dann wird anscheinend hier als erstes der W gemaxt, danach folgt der E und dann kommt direkt der Mistcoil dazu. Die Ulti natürlich zwischendurch auf Level 6, 11 und 16 und dann werden die Stats geupgradet. Also mit jedem Skillpunkt in die Stats steigen deine Stats. So, und dann habe ich hier aber Ende gemacht, beziehungsweise da habe ich mir nicht weiter etwas durchgelesen. Da könnt ihr euch dann halt noch reinwursteln, wenn euch Abaddon wirklich so gut gefällt. Und ja, ich würde sagen, ich hoffe, dass euch diese ganze kleine Guide-Sache gefallen hat. Wenn ja, gebt der ganzen Sache einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Und jetzt viel Spaß beim Abnoben. Haut rein! Oh nein. So, und damit herzlich willkommen zum ersten Dota-Donnerstag hier am Donnerstag, würde ich mal so behaupten. Also ich habe es zwar nicht am Donnerstag aufgenommen, aber ihr seht es am Donnerstag. Ich hoffe, die Mucke und so ist okay. Ich lasse es einfach mal so. Ich habe da keine Testaufnahmen oder sowas gemacht. Ich werde die Beschreibung oder so, habe ich halt jetzt schon vorangeklatscht. Also das mache ich dann separat für sich einzeln. Und wir spielen jetzt Abaddon. Zusammen spielen wir das hier mit Darkurius und Moin. Mit Dennis. Moin. Ups, Alter. Bitte. Also nicht meine Schildkröte. Mein Gummi-Ninja-Turtle. Der Loot-Chest ist runtergefallen. Also, Leute, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe euch ja vorhin den Guide gezeigt in der Einführung, den ich jetzt benutze, was Items und Skill-Order und sowas angeht. Also, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Es leckt ziemlich rum, ne? Naja, das ist manchmal irgendwie durch Steam oder so, ich weiß auch nicht. Wir haben da manchmal irgendwie Probleme. Habe ich jetzt eigentlich, ich habe meine Settings noch gar nicht gesetzt. Wo gehen wir hin? Ich habe Top angepinkt. Also, du kannst okay. Ja in der Auswahl. Leute, ich habe eine kleine Minimap da. Ich habe noch gar keinen Scheiß gekauft, Alter. Du kannst ja da nicht festlegen, wo du hin willst. Es fängt schon gut an. So, dann kaufen wir das. Können auch Treeline machen. Ich weiß halt nicht, ob die Randoms wissen, dann, dass einer mit gehen sollte. Das kann doch nur Kacke werden, ey. Lol, ich Mitte? Okay. Auf geht's. Also wenn es jetzt laggt oder so, dann liegt es ja anscheinend an den Servern oder an Steam oder keine Ahnung was. Mal sehen. So, ich habe so das im Gefühl, dass ich mich an einfach neben... Das mit der Tower-Acker und so ist auch mega merkwürdig irgendwie. Also ja, die haben eine andere Priorität als in LoL. Das ist irgendwie so, sobald die Minions, also deine eigenen Minions, nicht mehr den Tower angreifen und du der Einzige bist, der den Tower angreift, dann greift der Tower dich an. Aha, das erklärt einiges. Also,
Die Range ist auch sehr groß von dem Schalltower. Ja, die Range ist richtig krass. So, dann bin ich jetzt hier. Habe ich Ranged? Ne, ich bin Melee, ne? Ja, du bist ein Nahkämpfer. Du hast zwar irgendwie so einen Fernkampfangriff, aber... Lol, den ersten Last haben wir schon mal verkackt, Leute. Wieso kann ich das nicht drücken? Level 2! Leute, ich muss unbedingt mal meine Einstellung machen, Leute. Also ich check das gar nicht. Leute, jetzt explodiert das? Das explodiert einfach 5 Millionen Jahre, nachdem ich das aktiviert habe. Wenn du Schaden kriegst, dann explodiert das früher. Ach so, ja, es hat mich auch kein Arsch dann angegriffen, ey, war klar. Die größten Abfuckgegner. Leute, willst du mich verarschen? Der nimmt mich schon auseinander! Lol. Ich hab keinen Mana mehr. Ich muss, glaube ich, jetzt mal hier was abholzen, Leute. Man kann hier so mit der Axt kann ich halt Bäume fällen und das regeneriert Leben. Was ich auch ziemlich merkwürdig finde. Ich fäll einen Baum und krieg Leben. Yeah. Ich habe einfach keinen Mana. Ich würde jetzt gerne mal diesen Pot nehmen. Last jetzt kriege ich auch in diesem Spiel echt so gut wie noch gar nicht hin. Das ist der Hammer. Na, Gold hat hier auch irgendwie einen höheren Stellenwert, ne? Also, du hast auch nicht so wie bei LoL irgendwie 300 Farmen am Ende des Games oder so. Also, wenn du 100, über 100 hast, dann glaube ich, dann bist du schon gut dabei. Glaubst du? Weil ich habe jetzt, glaube ich, ein oder zwei. Dieser scheiß Arsch. Willst du mich mobben? Was war das denn jetzt? Ich kann eigentlich schon nach Hause gehen, glaube ich. Wenn der ankommt, sich teleportiert, das ist dieser komische Anti-Mage, der Manas stiehlt. Der ist aber Early ziemlich schwach, also eigentlich kannst du den Early gut kaputt. Leute, ich habe keinen Mana für mein W, warum nicht? Ey, ich wollte gerade, ich hatte eben noch Mana für mein W und auf einmal hatte ich keinen Mana mehr für mein W. Weil dann hatte ich ja eigentlich seinen Schaden resorbiert. Aber er klaut ja doch Mana mit seinem Auto. Och, stimmt, ja. Das ist doch seine Besonderheit. Mann. Da meist er ja Anti-Mage, weil die keine Mana mehr haben, die Leute. Oh Mann, stimmt, ey. Verdammt. So, und wir kaufen uns als nächstes diesen Typen hier. Die Items und sowas habe ich euch ja vorher erklärt. Ich weiß selbst nicht mehr so richtig. Also das bringt mir halt Attack Speed aktivierbar und eine Aura und sowas alles bringt mir das Item. Aber ich selbst, also, that Dota. Ich glaube, wenn wir jetzt hier beim 35., 36. Champion sind oder so, dann habe ich es langsam raus. Aber, ja, ne? Ich werde auf jeden Fall kein Dota-Pro, das weiß ich jetzt schon. Ich hatte heute so ein Game-Aider, das hat mich so aufgeregt. Ich habe mit irgendwelchen Russen zusammengespielt, nichts gegen Russen, aber, die haben, Alter... Der hat diesen Lightkeeper gehabt, der hat irgend so eine Fähigkeit, dass er jeden anderen Champion irgendwo hin teleportieren kann, ne? Ach, der nervt. Dann hat der Typ sich irgendwo hier am Rand in so eine Ecke, wo Bäume einen umzingeln, wo du dich nicht mehr bewegen kannst, reingeportet, hat mich als Target genommen, hat mich da reingestellt. Ich hatte noch nirgends Items, um selber da rauszukommen. Also mein Champ hat auch keine Fähigkeit zu porten oder sowas gehabt. Ja, und dann hat er andauernd den Kurier zum Sterben zum Gegner geschickt. So dass ich echt bestimmt 10 oder 15 Minuten da nicht mehr rauskam. Oh Mann, das ist halt auch cool an Dota, also dass du dein eigenes Team ziemlich krass manipulieren kannst. Und das hat er noch mit anderen Spielern auch gemacht. So haben wir zwei Spielern gemacht, ey. Ich glaube, der fand das witzig. Ja. Hier im Guide steht, den W erst maximieren, also dieses Schaden absorbieren, Schaden dann geben und so. Mal gucken, ob das klug ist. Einzige, was ich cool fand an dem, war die Ulti. Ansonsten fand ich so, naja. Bei dem Chant, den du hast. Die Ulti ist auch stark, glaube ich. Habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, ob sie stark ist, aber... Das Aktivieren von dem gibt mir einfach noch maximal 10 oder weniger Fähigkeiten nutzen. Bringt eigentlich diese Silvester-Rakete, die wir immer schießen. Ja, Damage halt, ne? AOE-Damage. Echt, das macht Schaden? Naja, es ist halt AOE-Schaden, ne? Das bringt halt nicht auf einzelne Ziele viel. Aber wenn er das oft genug macht, dann sind wir auch low. Also, da.
Mach mal wieder Tür zu. Nee, nee, nee. Das ist echt cool, ist der Kurier hier, das macht echt Laune. Den Kurier benutze ich, glaube ich, niemals in meinem Leben. Habe ich am Anfang auch nicht benutzt, aber... Ist halt gewöhnungsbedürftig, ne? Auf jeden Fall, ey. Aber es ist halt eigentlich schon Luxus. Ist ja ganz cool. Weil du musst gar nicht mehr die Lane verlassen. Wenn du einigermaßen darauf achtest, nicht zu low zu werden, dann... kannst du eigentlich permanent farmen und... Plays machen. So, auf... Achso, ich habe jetzt meine Ulti freigeschaltet. Oh, sehr schön. Jetzt habe ich meine ultimative Fähigkeit, mein Freund. Was machst du jetzt? Jetzt eben nur Schnecken. Diese Blätter verbrauchen sich übrigens und die Äxte sind kontinuierlich dabei. Was haben wir eigentlich noch für Leute im Team? Geil. Das weiß ich. Ich bin hier in der Mitte und ich bin in der Mitte. Sandgang LOL, ist cool. Ey. Aber sag mal, stackt der Damage von den Tauern eigentlich auch auf die Minions? Dass das immer mehr wird pro Hit? Ich hab das Gefühl nicht, ne. Ich hab nicht drauf geachtet so richtig, aber ich glaube, der ist immer gleich. Das levelt nur, glaube ich, mit uns allen, wenn wir umso höher wir sind, umso mehr Schaden macht's. Aber jetzt so pro Hit glaube ich nicht. Okay. Und ich habe das Gefühl, umso tiefer man in der gegnerischen Base ist, umso höher ist der Schaden von den Towern. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Lappen hier in der Mitte jedes Mal, wenn ich mein Schild auf mich mache, abhaut. Jedes Mal einfach blub weg und sich einen Scheiß drauf gibt, Alter. Dann portet er sich immer weg. Und wenn ich das nicht mache, dann fightet der mich bis zum Ende, der Lappen, ey. Ich glaube, dein Champ ist auch nicht so gut für die Mitte. Also. Ja, ich weiß auch nicht. Er hat ja den Vorteil, dass er mir dann, wenn wir einen Fight eingehen, mir das Mana nimmt, ne? Aber er ist halt auch ein Melee. Aber ich glaube, ich bin da noch im Nachteil. Wenn ich zwei, drei Mal meinen Range Attack mache, meinen komischen Q, dann kacke ich mit dem Mana auch schon wieder rein. Mein Typ ist auch Miss jetzt. Okay. Aber Leute, wir sind eh so nah am Tower gepusht, weil wir können auch nicht viel gerade machen. Leute, wo sehe ich jetzt eigentlich die Stats, das heißt meine Last Hits und so? Unten, unterm Shop, da ist so ein kleiner. Ach, Anzeige. Da brauchen wir gar nicht Tab drücken, ne? Nee. Also LH heißt Last Hits, ja? Genau, ja. Dann habe ich 23 Stück und ihr? 12. 11. Naja, wir versuchen uns wieder gegenseitig die Last Hits zu klauen quasi, ne? Ja. Wir spielen ja nicht gerade hier so. Alleine, so wie ich. Schafft mir nichts noch. Nee. Your top tower is under attack. Your top tower is under attack, ey, diese top lane Noobs. Ich nur reportet ihn mal. Ernsthaft einfach. So, was soll ich mir als. Ich soll mir vielleicht mal was kaufen. Wie benutze ich jetzt diesen Kurier? Naja, einfach den, du hast den unten Shop zwei Button. Kaufen und dann auf den Kurier-Button. Der linke Button ist, um ihn anzuvisieren, und der rechte ist halt, um ihn direkt zu dir zu schicken. Ja, und wie kann ich jetzt was kaufen? Ja, Shop aufmachen und draufklicken. So wie in LoL auch. So, und wenn ich das jetzt hab, dann läuft der einfach zu mir jetzt. So, das Schwein läuft jetzt zu mir. Ja, genau. Wird dir angezeigt, das ist da so ein Bild von dir unten. Lol, ich bin hier eigentlich, ich bin AFK gewesen und sterbe hier rein. Und kann mich nicht bewegen, wegen dieser Ulti. Ach, weil ich mich nicht ausgewählt hab! Oh, scheiß Kurier, puh. Siehst du, kaum mach ich sowas. Kack ich rein. Und die kriegen auch keine Akku, wenn die mich angreifen. Hab ich jetzt das Item? Kann ich das jetzt abgeben? Jetzt hab ich's. Okay. Ich warte nochmal 30 Gold. Also das mit dem Kurier, das wird nur ein Spaß, sag ich dir, das wird nur ein Spaß. Der Kurier kann auch vom Gegner getötet werden, also da muss man auch aufpassen. Ja. Und auch sehr schnell, zwei Hits, zwei Auto-Hits und der ist weg. Na, wo willst du hin, mein Freund? Jetzt mach ich dich nämlich fertig! Putz, Leute, den nehme ich! Puh! Radiant Structures are fortified. Ja, Leute, ich nehme den auseinander jetzt. Was sagt ihr dazu? Die Toplane fehlt. Das sagt ihr also dazu. Mhm. Ja, ich meine ja nur, also. Ja, da guckt er, Leute. Jetzt habe ich nämlich hier ein Item und dann kriegt er hier aufs Maul. Was hast du dir geholt? Ja, dieses
Aura-Ding, was mir jetzt schon mehr Attack Speed und Movement Speed gibt und was ich noch aktivieren kann. Und Verbündeten in meiner Nähe gibt es auch noch was. Damit kannst du dich heilen oder so, ne? Oder wie war das? Nee, ich glaube, das gibt nur Angriffstempo und Bewegungstempo und eine Aura halt für euch und aktivierbar, das sind dann nochmal mehr. Als nächstes bräuchte ich Boots. Kurier. Kauf mich Boots. Bring es mir. Ach, so geht das ja mega easy. Du brauchst ja nur den scheiß Dings anklicken. Du brauchst ja gar nicht in die Base gucken dafür sozusagen. Lol, Leute, ich hab's raus. Was meinst du jetzt? Im Shop oder was? Im Kurier, ja. Du brauchst ja gar nicht für den Shop irgendwie da rein, hinten in die Base gucken. Nee. Der Button, der kannst du ja immer drücken. Also. Irgendwer hat hier eine Granate geworfen oder so. Ey. Ja, das ist der bei uns war. Der rompt, glaube ich, jetzt ein bisschen. So, und wie kann ich mir jetzt dieses Item geben? Warum gibt er mir das nicht, das Schwein? Hä? Der gibt dir das automatisch. Der ja, also, sobald er... Da muss so ein weißer fliegender Punkt... sein. Wenn er in deiner Nähe ist, dann gibt er dir das eigentlich. Nee, ich krieg den Schuh nicht. Warum? Der läuft mir jetzt hinterher, aber er gibt mir den Schuh nicht. Gegenstand holen. Nein, brech das ab. Gegenstand überbringen. Wo ist mein... Ach, jetzt. Ja, jetzt musst du in die Base zurück. So. Pass auf. So. Also, ich check's dann. Meiner ist auch wieder Mist, der läuft so blöde rum. Leute, ich bin wirklich langsam stark. Ich merke diesen Buff von Attack Speed und so langsam wirklich ein bisschen auf dem Typ hier. Aber gibt's doch irgend so einen Debuff, ne, auf Auto-Attacks irgendwie. Also ich geb dem so einen Frost, ich wollte gerade backporten, ne. Ich geb dem so ein Frost-Ding und das sagt dann so viel wie... Weil der hat den gerade... Dass, wenn du den jetzt angreifst, ein Verbündeter, kriegst du Movement Speed und Attack Speed dazu. Okay. Boah. Jetzt haben sie uns zerlegt. Übel, was war das denn? Das sind nur alle hier, ne? Mhm. Wir sind schön gegroupt. Naja, der Tower ist zumindest weg. No. Was ist mit meinen Verbündeten hier? Auf der Minimap sehe ich keinen mehr lebend, Alter. Was mit oben? Naja, wir waren alle top und die sind halt zu fünft dann von der Seite gekommen, ne? Du bist der Einzige, der hat nicht mit Teamfight mitmacht. Der Wow. Es wäre. Lol, dieses komische fliegende Scheißvieh ist wieder auf Killing Spree, ey. Das ist Hier, Dennis, du kannst dich auch, wenn du Teleport benutzt, ne? Hm. Du kannst auch in dem Wald, wo du verdeckt bist, kannst du Teleport reinmachen. Hä? Bei einem Tower in der Nähe. Ich denke, es gibt auch Gebäude gleich. Ja, hier, aber es gibt eine Reichweite. Du kannst die Schriftrollen, ja, du portest dich hier zum Tower, aber du kannst, wenn ein Wald in der Nähe ist, kannst du dich verdeckt teleportieren. Oh yeah, da weißt, haben wir diesen blöden... Ist, okay. Leute, ich weiß nicht, ob ihr gerade, also nicht jetzt ihr, sondern die Leute, die das Video gucken. Ich weiß nicht gerade, ob ihr gecheckt habt, was ich gemacht habe, aber ich habe mein Schild auf mich aktiviert, habe nur noch auf ihn Autotext gespammt und mein komisches das hier, meine Bongo, aktiviert, das mir Attack Speed und Movement Speed gibt und dann musste er ja schon rennen, der Lappen. Außerdem hatte ich diese Hassdrohne aufgesammelt im River. Dim. Ich fahre, glaube ich, ein bisschen im Jungle. Ich gucke jetzt mal, was der Typ hier kann. Ist der stark? Level 18? Nee, welcher Level 10. Winke, 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 Typ. Soll ich mich mit dem anlegen? Your bottom tower is under attack. Ach, der? Ich weiß nicht, also, der kann ziemlich weit schießen, aber ob der übelst Damage macht, keine Ahnung, das habe ich noch nicht gesehen. So, ich drück dem gar nichts, aber er mir auch nicht. Also, bei uns war der hat eher Support gespielt, also der hat nicht gefarmt. Ich habe ihm jetzt nicht übelst umgedrückt, aber keine Ahnung, mich konnte er auch nicht klatschen. So, wie ist jetzt dieses andere Item?
Orb of Venom. Your middle tower has fallen. Orb of Venom. Orb of Venom. Ich brauche den Secret Shop dafür. Okay. Oder der Secret Shop ist der Shop, der im Wald steht. So, jetzt habe ich aktivierbare Boots. Den kannst du. Du kannst auch deinen Kurier benutzen, um dort einzukaufen und dir das zu bringen. Ah. Also du musst nicht extra selber dahin, wenn du zu weit weg bist. Soll ich mich jetzt Bot mit dem schlagen? Your bottom tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Unser Bottom Tower ist under attack. Ja, ich gehe jetzt Bot. Ich bin jetzt der Botlaner. Ich werde jetzt ein bisschen roam gehen. Und ab und zu Jungle Camps machen. Ich bin ziemlich schnell, wenn ich alles aktiviere, was ich hier so habe, ey. Muss ich sagen, meine Boots, dieses Bongo-Ding aktivieren, Alter, dann klatsche ich eigentlich schon rein. So, mein. Der Kurier ist jetzt mal da hinten. Der kann jetzt hier shoppen. Ist er dann im Secret Shop drin? Ja, so. Also, wenn du ihn da hinschickst, kannst du da einkaufen gehen. Also. Wenn du dann auf Shop drückst, dann drückt er automatisch, also kauft er automatisch im Secret Shop, ja? Naja, du musst den Secret Shop aufmachen, nicht den Heimshop, ne? Also. Weil die Items gibt's ja nicht im Dings. So. Verlangsamung Nahkampf. Oh geil, das hat einfach eine Verlangsamung mit drin, ey. Aber keine aktive. Das heißt, ich mache mich voll schnell und kann jetzt auch noch verlangsamen. Oh, wie schlecht ich bin. Oh, WTF, da ist ein Triple Kill da oben passiert. Langsam schnalle ich diesen, also dieses Item-Bild auch, was die mir da vorspielen. Bist du das? Jo. The Troll Varial? Okay. Der Typ bleibt am Tower, Mann. Der Lappen. Ich weiß, ich ja, der kann nicht viel. Ich weiß nicht, ob wir den diven können, wenn du reingehst, weil ich halte nicht so viel aus. Oh! Der ist auf mich gegangen, die Sau. Noch ein bisschen. Alter, ein Hit, Mann. Ah ja, wirklich ein Hit, ey. Hm. Aber wieso krieg ich Tower? Wieso hab ich einen Tower-Attack gekriegt, ey? Das ist nicht weg, als wäre ich ein Minion. LOL, was war denn das jetzt? Das war ein Item. Ich glaube, der hatte diesen einen Stab da. Mit hat so, Affenklappe hat soeben Selbstmord begangen. Wie jetzt? Ich habe Selbstmord begangen? Hast du eine Fähigkeit, womit du Schaden dir machst? Ach, stimmt! Wenn ich meinen Q mache, dann ziehe ich mir selbst ja True Damage ab. Ich Vollidiot. Und ich habe mich damit selbst gekillt, ey. Aber das sah aus, als hätte er da so einen Blitz auf dich geballert. Nee, das war meiner. Okay. Bin dumm. Beziehungsweise ich verstehe dieses Spiel noch nicht so richtig, ey. Naja, wer hätte jetzt auch gedacht, dass wir schon übelst hier rocken, oder? Also, also ich nicht. Ist das, ist dieser Speer im Secret Shop? Wie heißt der Speer hier? Ich gucke jetzt gerade wieder in den Dings nach. Ich weiß nicht, wie dieser Speer heißt. Ja, Skullbasher gebe ich jetzt einfach mal ein. Also die ganz teuren Items haben meistens irgendwas, wo du so einen Secret Shop brauchst. Also... Ganz ohne sind eigentlich eher so billigere Items. Alter, der Skullbasher gibt dir halt auf Melee-Dings eine Chance zu stunnen. Das ist mega krass. Und auf Melee sogar mehr als auf Ranged. Und wenn ich den noch mit dabei habe, Alter, dann klatsche ich die bald alle. Durch den Venom-Dings habe ich einen Slow, Orb of Venom. Durch den meine Bust-Dings und meine Boots habe ich Speed-Buffs. Und dann habe ich Stunts und Slow und alles, Alter. Ich werde die bald zerstören, Mann. Sieht aber trotzdem gar nicht gut aus. Meine Autotext müssen nur noch mehr Damage machen. Und das kommt ja mit dem Skullbasher eigentlich auch dazu.
Dire's Courier has been killed. Unser Kurier ist gestorben oder deren? Oh, hinter uns. Ich halte überhaupt nichts aus. Guck dir das an, Alter, wie ich den zerstöre. Jetzt kommt der Ficker! Ach komm, ey, jetzt sind auf einmal eine Million da! Ich dachte, ich hätte hier einen Slow, Alter. Verlangsamung im Nahkampf 12%. Ja, aber 12% ist echt nichts. Habe ich so das Gefühl. 1500. Wenn ich den verkaufe, weiß nicht, wie kriege ich? Verkaufspreis 100. Gut, aber den kann ich eigentlich auch so. Ich kann nur lebend verkaufen. Ach, Leute, Leute, Leute. Was ist da los? Huska bei Boots. Wer ist Huska von uns? Ich. Dann solltest du vielleicht mal Boots kaufen. Hast du Boots? Ja, würde ich dich fertigen, ne? Hast du die Simplen. Achso, lol, meine Kamera ist eigentlich auch auf der voll falschen Position für Dings, Dota. Pack die mal hier hin, Leute, ey, wow. Scheiße, ist mir jetzt erst aufgefallen, ey. Bei LOL, wer ist da, da neben euch? Ja, bin da. Ciao. Wow, der macht uns alle auseinander, weil, weiß ich auch nicht. Ja, der Sand King ist richtig, der Sand King, ja, wie heißt der? Dieser Viper ist richtig übel, Mann. Der hat auch schon 9 Kills. Wir werden zerstört, ich weiß auch nicht warum. Naja, guck dir unsere Kills an, ne? 28 zu 8. 28 zu 8. Ja, also, wir sind jetzt nicht gerade die Rocker. Ich dachte, ich wäre stark. Ich meine, wir haben nur ein. Und wir haben nur einen, der überhaupt bei uns Kills hat. Wer denn? Der Casey, dieser Basel, dieser gelande Typ. Ja, der hat Kills. Und das ist ein Support-Champ, meine ich. Er supportet gut. Oh Mann. Mal gucken. Ich bin gespannt, was der nächste Champion ist. Ich glaube, ich muss auch mal, wenn ich gegen echte Spieler was nehmen, was wirklich simpel ist. Also was echt doch nicht so viel. Irgendwas, was du, wo du schon Übung hast. Ja. Ich werde jetzt jedes Mal hier einen neuen Champion auspacken. Ich werde niemals Übung haben, ey. Mal sehen, ey. Aha! Du Ficker! Ja, who goes there? Sagt er. Ha! Ein Schweinehund schießt uns von da hinten. Oh, da sind sie alle. Von mehr Schweinehunde. Oh, ich hab gehört, dass wir voll aufs Maul kriegen, wenn ich voll abhauen will eigentlich. Boah, ey. Ey, Alter, ich bin eigentlich voll stark, ich komm da full HP raus. Ja, aber ich nicht. Dieser Sandking, der macht uns so platt. Diese Ult gerade, ne, die... Ah, gut, ich komm zwar nicht full HP raus, aber ich komm raus. Naja, das war wieder totale Scheiße. Ich meine, okay, du lebst länger wie wir, aber reißen kannst du auch nichts gegen 5. Ich mach keinen Damage. Echt no Damage am Start. Ich bin zwar schnell, ich hab Slows und ich kacke hier rein, aber stark? Ja, ich bin halt ein Auto-Attack-Champ, ne? Also, aber ich komme halt nicht lang zum Auto-Attack machen, weil, ja. Also ich denke, ich gehe auch davon aus, dass ich ein Auto-Attack-Champ bin. Meine Melee-Attacks, wie ich hier so rumattacke, aber Da ist dieser kleine Mecha-Typ schon wieder, ey. Das ist nicht Tinkerwinker, ne? Das ist ein anderer Mecha-Typ. Ja, puh! Boah, ey. Hat mich
mit einer Attacke fast gewonnen schon. So ein bisschen nebeneinander. Leute, jetzt sterbt doch endlich mal! Ey, die leben alle so lange! Wir machen echt zu wenig Damage, aber guck mal, die sind echt schön low, ne? Das Ding ist, wir haben in diesem Fight eigentlich gut was gerissen. Naja, aber schau dir mal deren Items an, also von den wichtigen Leuten, sagen wir es mal so. Ah. Das ist schon extrem. Jetzt kaufe ich mir erstmal Damage hier ab, gleich 1500 Gold, easy per easy, und dann habe ich erstmal ein bisschen mehr Damage. Langsam. Ach ja, also nichts, ich glaube, das ist nicht so wirklich was mit Hu. Ja, was mit Haha, aber naja. Das wird schon laufen, wird schon laufen. Was der nächste Champion auf der Liste dann ist? Keine Ahnung, wer ist im Alphabet der nächste? Ich brauche jetzt 1000 Gold, um den Skullbasher zu finishen, also komplett zu dingsen. Ich weiß nicht, wer im Alphabet der nächste ist, warte mal. Keine Ahnung, B, Bristleback, aber ich weiß nicht, ob das der nächste ist. Nach Abaddon kommt der Alchemist. Ach, stimmt. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das für... keine Ahnung, was das für einer ist. Ich glaube, das ist dieser Ogre mit diesem kleinen Typen auf dem Rücken. Ja, auf Mortal Kombat. Wie, gibt's da auch so einen? Ja. Oder bei Mad Max, da gibt's auch so einen. Okay. Jetzt pushen wir hier den Tower weg. Dann haben wir gewonnen. Seid ihr mal nicht so sicher? Vorweg, weg. Wow, ich muss mich hier mit diesen Assis schlagen. Ich bin eh tot, Mann. Okay, ja, ich hau rein, Alter. Tschüss. Ey, die Ulti ist voll stark von dem Typen, darf ich das mal sagen, Alter? Weil der. Ich bin instant. Die haben mich fast umgebürstet und bin instant wieder full life. Das ist echt strong, Mann. Ja, keine Chance, kommst nicht mal weg. Das siehst du mal, wie viel Schaden die machen. Wenn du wieder full life bist. Weil deine Ult hält ja nur irgendwie 5 Sekunden oder so, ne? Dieses Heilungsding. Ja. Das ist echt krass. Schon stark, die Jungs. Keine Chance. Rückzieher Lino. Alter Scheiße. Ist so nicht viel mit Rückziehen, ey. Oh Mann. Oh oh Leute. Also, ne? So wird das nichts. Mit dem Win. Ich glaube, der Dazzle mag uns. Labert der rum. Der labert und labert, habe ich gehört. Da kann ich mir irgendwas... Ne, ich kann mir nichts leisten. Das Ding ist halt auch heftig, dass wenn... Das ist auch einfach voll am Snowballen, wenn du killst und dann den Gegnern Gold wegnimmst. Das ist voll heftig. Dadurch kann man einfach nicht zurückkommen. Das finde ich echt schon krass an Dota. Ja, die sind ein bisschen übertrieben. Ich verstehe, wenn die einmal Gold haben. Oh, er hat mich gerettet. Krass. Ich kann das Schild also auch anderen geben. Verbündete, thank you. Gib dir mein scheiß Schild und er schreibt thank you. Willst du mich verarschen? Nee, der hat so eine Fähigkeit, egal wie viel Leben ich noch hab, also maximal ein Leben, dann sterbe ich trotzdem nicht. Das hat er gerade auf mich gemacht. Also, sonst wäre ich draufgegangen gerade bei diesem scheiß Viper. Hä? So wie der hier flamed, war das nicht selbstverständlich, dass er das auf mich macht. Also. Machen die Roche an? Also der so schreibt man down, die useless Team und keine Ahnung was. Und der wird doch gar nicht zu uns, oder nicht? Doch, doch, das ist unser einziger vernünftiger Spieler, den wir haben, halt. Der noch was geschissen bekommt. Ich fang einfach mal Roshan an. Oh oh. Okay. Ey, sobald dieser Sand King kommt, ne, ist vorbei. Guck mal, ich halte aus, aber. Das war eine gute Idee, hey, Roshan. Du hast einen Kill gekriegt? Wie hast du das denn gekriegt?
Ja, das frage ich mich auch. Ich dachte, ich hätte den Kill gekillt. Warst du schon tot, oder nicht? Nee, dann habe ich vorher noch gekillt. Das Ding ist, dass dieser Abaddon, der kann sein Schild, der kann Autotext und seinen scheiß Q, der kaum Schaden macht. Und mehr kann er anscheinend nicht. Boah, dieser der Typ Q, hat jetzt... was ist das? Ein Slow, ne? Oder was ist das? Nee, das ist einfach nur Damage. Oder ein Heal für einen Verbündeten, was ich noch nie gemacht habe. Verbündeten heilen, was? Du bist ja ein Arsch. Ein Wunder, dass die Teamfight verlieren. Aber den Q, verwende ich, glaube ich, sowieso nie. Ob zum Damage oder zum Healen, ey. Ich warte mich immer, was abgeht im Fight und versuche Autodex rauszubringen, ey. Aber ich finde, ich habe mich auf der Lane ganz schön gut geschlagen. Nach einer Weile. Ich bin froh, dass ich mehr Kills als ihr habt. Ja. Jetzt, hat er, zusammen, jetzt ne? hat er mal einen Kill gekriegt, jetzt hat er die Fresse groß hier. Ich bin mehr Kills als ihr beide zusammen, also seid mal ruhig. 0 plus 0 gleich. Yeah. Ja, und ich habe bald mehr Deaths wie ihr beide zusammen. Also. Lol, guck ihn dir an. Ja, glaube ich nicht, oder? Jetzt fühlst du dich stark, ne? Jetzt fühlst du dich... Lol, ach komm. Na stimmt, du hast sogar einen mehr wie ich. Ich bin erst mal gestorben. Man darf sich nicht besonders weit vorne aufhalten, Leute. Nee, nee. Ja, egal wo wir uns aufhalten, die diven uns auch, also... Ja, und die beenden ja auch nicht, die Lappen, ey. Ich könnte schon den Alchemisten spielen. Höchstens hier, wo unser Shop ist, da können wir uns hinstellen, ohne dass wir uns killen. Your bottom tower is under attack. Wobei, wenn einer von denen richtig tanky ist, bleiben die uns auch noch da. Hab ich auch schon in einem anderen Spiel erlebt. Ja, das ist nicht so wie ein LoL, so ein kompletter Laser, der durchgehend damaged, sondern auch kanonenweise so. Ja. Hier, jetzt der hier. Na gut. Was war nur eine Kopie, achso. Und die hat trotzdem. Aber jetzt kommt der Sandarsch. Eine Kopie. So, dann wollen wir jetzt mal sehen, Alter. Komm her! Ja, hast du davon. Ja, und jetzt? Ich geh wieder. Ich versuche mal einen Abgang zu machen. Oder auch nicht. geschafft! Alter, ihr beiden, ey. Ihr Fieder. Naja, müssen wir es gesehen. Ja. Wenn du nicht so eine Ult hast, wie lange du da noch da stehst. Lol, der, guck, der wollt, die wollten mich jetzt hier drinnen diven. Bottom Barracks has fallen. Die es einfach nicht beenden wollen, ey. GG. Aber doch, der eine macht schon die Tore weg. Wird aber auch Zeit, ey. Das wird aber auch Zeit. Auch Zeit. Auch Zeit. Also ich bleib jetzt lieber hier drin stehen. Da ist er schon tot. Unser Supporter-Freund. Hat wenig Sinn. Gut, dass wir keinen Putsch haben. Das wäre richtig bitter gewesen. So, jetzt brauchen wir nur noch warten. Alter, was ist der für ein Burster? Lol, der hat seinen eigenen Mitspieler blockiert mit seinem Kakta. Yeah, ich hab einen Kill! Ach verdammt. Ja, ich hab einfach einen Kill. Mann, ja, gut, das war ja ein starkes... voll die Chucker, aber ihr kommt jetzt mal knapp, das war echt knapp. Wir haben Glück gehabt. Sieg der Radiant, ja, meine Freunde. 7 gegen 3. I welcome any contribution to the cause. Gut, Leute, ich würde sagen, das war ein wunderbares erstes kleines Dota Donnerstag Mini-Tutorial Loose Spiel mit Abaddon, mit Darkurios und Dennis. Ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Donnerstag in der nächsten Folge Dota Donnerstag wieder. Ja, haut rein, bis demnächst und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hey, die Typen, Mann! Sind voll brutal drauf! Wow, zwei! Wow, was? Zwei verdammte Flugzeuge nebeneinander!
Wollt ihr mich eigentlich mobben? Ey, wie...